So, kommen wir zu unserem letzten Spielerranking der vergangenen Drittligasaison. Und zwar geht es um die wahrscheinlich undankbarste Position, aber auch natürlich extrem wichtig, die Liberos. Auch hier gibt es wieder viel zu diskutieren. Wir fangen gleich an mit der Nummer 5. Hier im Zoom-Call Luis Nestler vom SVS, also SV Schweig. Das ist berechtigt. Wir kommen nachher noch zu den Runner-Ups. Da ist einer mit dabei, der wahrscheinlich auch in die Top 5 gehören könnte. Ich kann schon mal spoilern: Ein Spieler ist komplett gar nicht auf der Liste drauf, wo ich auch finde, dass der mit reingehört hätte. Aber dazu kommen wir gleich noch. Platz 5, wie gesagt, Glückwunsch erstmal in die Top 5. Völlig berechtigt. Also wir haben in beiden Spielen gesagt, nee, nicht auf dich aufschlagen. Auch in der Defense finde ich, machst du es ultra gut. Es ist allgemein einfach bei Liberos schwer, so ein gescheites Ranking zu machen, weil du halt einfach das aus Gefühl raus machst. Du machst halt keine Punkte. Und deswegen ist es da ultra schwer, das irgendwie einzuschätzen. Top 5, völlig verdient. Auch auf Platz 4 ist da nicht viel Abstand. Weiß nicht, ob du noch irgendwas dazu sagen möchtest. Ja, also ich sehe es genauso, dass es bei Liberos einfach extrem schwierig ist, weil du nur Sachen falsch machen kannst, du fällst nur negativ auf eigentlich, außer dass gute Abwehr oder sowas, aber das ist seltener. Also man kann hauptsächlich negativ auffallen. Und wenn man nicht Aufschlagziel ist, dann kann man auch oft einfach sich nicht beweisen oder kann nicht viel in einem Spiel machen. Und deswegen stimme ich dir dazu, dass es bei Liberos einfach insgesamt sehr schwierig ist, das zu bewerten, weil man eigentlich eher schlecht bewerten kann und in Ausnahmefällen auch gut bewerten kann, aber das eher die Ausnahme ist. Kommen wir zum Platz 4. Wie gesagt, ein Punkt Unterschied. Marius Pavelka vom MTV München. Ich bin der Meinung, man könnte durchaus euch beide tauschen. Ich glaube, dass er so weit oben gerankt ist, weil er krasse Abwehraktionen teilweise hat. Weil er ist so ein Libero, der schmeißt sich halt in den Ball rein und wenn der Block frei ist, dann ist ihm das scheißegal. Und dadurch hat er halt manchmal richtig krasse Abwehraktionen. Für mich, auch aus Trainersicht, ist es jetzt nicht das Wichtigste für ein Ranking. Und deswegen finde ich es durchaus vertretbar, wenn man sagen würde, man tauscht euch zwei. Aber ich finde es auch nachvollziehbar, wurde oft auch ziemlich hoch gerankt, weil er einfach ein Libero ist, der viel auffällt. Was nicht unbedingt gut sein muss, aber dadurch hat er halt in so einem Ranking einen Vorteil. Ich finde, es verdient in den Top 5. Platz 4, 5 kann man diskutieren. Ja, sehe ich auch so, dass er viel durch seine Abwehr rausholt für seine Leistung, dass er da seine Stärke hat auf jeden Fall. Annahme nicht ganz so stark, aber dafür in der Abwehr einfach wirklich sehr, sehr gut. Kommen wir zu Platz 2 und 3, die sich auch wieder von den Punkten her nicht unterscheiden. Auf Platz 3. Vom TSV Mühldorf, Alexander Mühlbauer.
Ja, finde ich ein sehr solider Libero. Das Ergebnis, dass sie auf Platz 1 in der Liga abgeschlossen haben, Meister geworden sind, spricht auch für ihn, weil er, soweit ich weiß, entweder die ganze Zeit gespielt hat oder zumindest fast die ganze Zeit, also eigentlich Stammlibero bei denen war. Wenn ich eher eine Schwäche ausmachen müsste, dann würde ich sagen, dass es die obere Annahme ist, aber das ist dann auch Meckern auf hohem Niveau. Also ist wirklich ein guter Libero und ansonsten ist er halt wirklich bis auf das sehr, sehr stark. Ja, ich finde, ihn zu ranken ist schwer. Mein erster Gedanke, hätte ich ihn schlechter gerankt. Jetzt, wenn ich so mehr drüber nachdenke, dann finde ich den dritten Platz okay. Mein schlechtes Ranking wäre daher gekommen, weil du halt in Mühldorf außen drumrum hast, die halt viel besser annehmen. Also nicht viel besser, aber besser annehmen. Und deswegen ist er halt als Libero das Aufschlagsziel, was du halt nicht oft hast. Das hat er aber trotzdem gut gemacht. Ich finde, dass er auf Platz 3 völlig zurecht ist, weil er doch also in die Top 3 gehört, aber zu Platz 2 und zu Platz 1 ist da schon noch ein bisschen Unterschied, weil er halt auch einfach viel Unterstützung von seinen Außen bekommen hat und deswegen auch wahrscheinlich sehr gut ausschaut immer in der Annahme. Deswegen weiß ich nicht, ob man ihn unbedingt auf Platz 1 oder 2 setzen müsste, weil da müsste dann so ein Libero gerade bei Mühldorf sein, der halt trotzdem, obwohl die einen Huber und einen Fabi Bartsch in der Annahme haben, trotzdem halt die Hälfte vom Feld übernimmt. Aber das ist er halt nicht, auch verständlich, und deswegen finde ich auch zu Recht nicht auf Platz 1 oder 2. Kommen wir zu Platz Nummer 2. Aus Eibelstadt, Lukas Fischer. Ja, also Eibelstadt finde ich generell schwer, weil die gefühlt oft auch den Libero mal durchgewechselt haben, dass halt jemand anders oder allgemein die Position einfach viel durchgewechselt haben, zumindest mein Gefühl. Aber ich finde, da kann man wenig dagegen sagen, weil er ist ein guter Libero. Allgemein, Eibelstadt ist einfach eine echt gute Mannschaft, die halt zu Recht oben einfach in dieser Liga mitspielen, weil sie vom Niveau her eigentlich über dieser Liga sind, aber halt vom Aufwand. Viele Spieler fahren einfach nicht mit zu den Auswärtsspielen und so weiter. Und deswegen sind sie halt nicht ganz, ganz oben, sondern halt nur Vierter, glaube ich, wurden sie, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber ich finde, Lukas Fischer ist zu Recht auf Platz 2. Platz 1 werden wir auch gleich dazu kommen. Völlig zu Recht da oben. Und wie ich gerade schon gesagt habe, Alex Mühlbauer kommt da noch nicht ganz ran, einfach auch vielleicht bedingt durch die richtig starken Außen, die Mühldorf hat. Für mich ist Lukas Fischer sogar eins weiter oben. Also für mich ist er der beste Libero der Liga, weil es bei mir selten vorkommt, dass ich mir nach dem Spiel mit dem Libero wirklich positiv aufgefallen ist. Das war bei Eibelstadt aber so. Da habe ich mir danach schon gedacht, dass der wirklich zwei gute Spiele gegen uns hatte und dass er wirklich positiv aufgefallen ist. Und das, wenn's mal vorkommt bei einem Libero, dann finde ich, hat er das auch verdient, dass er da wirklich ganz, ganz vorne mit dabei ist. Also für mich ist er der beste Libero der Liga. Aber er nimmt sich mit dem tatsächlichen Platz 1, nimmt er sich nicht viel, finde ich. Du hast angesprochen, Platz 1 ist noch übrig. Theo Galina von Friedberg. Wir haben schon ein Vorbereitungsturnier gegen Friedberg gespielt und da ist er mir schon echt positiv aufgefallen, weil er halt viel übernimmt in der Annahme, eine solide Annahme hat, kaum Fehler macht und in der Defense auch wirklich gut arbeitet. Und deswegen finde ich auch völlig zu Recht auf Platz 1. Du hast einen guten Punkt, dass natürlich Lukas Fischer auch extrem gut ist. Aber ich finde, dass Theo Galina die Annahme mehr verbessert in Friedberg, was auch wahrscheinlich mit den Annahmespielern um ihn rum zu tun hat, als Lukas Fischer in Eibelstadt. Und deswegen finde ich ihn verdient auf Platz 1 von den Coaches gewählt. Das stimmt auf jeden Fall, dass der die Annahme in Friedberg mehr verbessert als Lukas Fischer in Eibelstadt. Da stimmt auf jeden Fall zu. Es ist nur so, dass bei Lukas Fischer in
In Eibelstadt, finde ich, ist es nochmal schwieriger herauszustechen bei einer eh schon guten Annahme und bei so einem guten Team. Und für mich war insgesamt Friedberg von den Einzelspielern nicht so gut wie Eibelstadt, weshalb es noch schwieriger ist, wie gesagt, bei Eibelstadt gut herauszustechen bei den ganzen individuell guten Spielern. Deswegen würde ich Lukas Fischer weiter oben ranken. Aber Theo Galina wäre für mich ganz klar Platz 2, weil er auch wirklich ansonsten ein Top-Spieler ist und wirklich eine super Annahme hat. Gute Abwehr, also eigentlich ein sehr kompletter Libero. Perfekt, dann haben wir doch genau das, was ihr kommentieren müsst. Theo Galina oder Lukas Fischer auf der 1. Und ansonsten natürlich auch bei den Run-Ups haben wir noch ein paar für euch, die diskussionswürdig sind. Einmal Mika Takano vom VCO auf der 6, Jonas Vogel aus Dachau auf der 7 und Daniel Weber aus Regensburg auf der 8. Ich finde, dass ein Spieler fehlt, den irgendwie die Trainer vergessen haben, und zwar Leon Wagner vom VCO, der am Anfang der Saison Libero gespielt hat und dann auf Außen gewechselt hat und der meiner Meinung nach auch ein Top 5 Libero dieser Liga ist oder sein kann, aber halt gewechselt hat und deswegen haben ihn wahrscheinlich die Coaches nicht auf dem Schirm gehabt. Und deswegen finde ich, dass es auch eigentlich ein Runner-Up, auch wenn der kein Ranking der Coaches vorgekommen ist, finde ich trotzdem, dass er da unbedingt eigentlich mit oben dabei sein sollte. Sehe ich genauso, dass der sich wirklich gut gemacht hat, aber halt gewechselt hat und deswegen wahrscheinlich einfach drunter durchgerutscht ist. Aber für mich ist er noch nicht so weit, dass ich ihn in den Top 5 packen würde, aber er ist kurz davor. Ich finde aber auch, dass Mika Takano dann noch ein Stück davor ist. Nicht viel, aber ein bisschen. Sehr gut. Dann, wie gesagt, ab in die Kommentare. Was haltet ihr von dem Ranking der Coaches? Ein Video fehlt noch. Das kommt dann als nächstes. Die besten Hallen der dritten Liga und die besten Coaches. Beides in einem Video. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, schaut euch doch die anderen Positionen mal an. Da haben wir auch ein Ranking gemacht oder haben die Coaches ein Ranking gemacht. Und wir durften unseren Senf dazugeben. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.